Hallo, 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 weiter geht es mit Castle Crush. Willkommen dazu. Ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video auf meinem wunderbaren Kanal. Vor lauter Schreck haue ich hier schon meine leeren Flaschen um. Unfassbar. Lars, der alte Pfandflaschensammler. Er muss ja irgendwie Geld verdienen, weil YouTube läuft ja zurzeit nicht. Sorry, Leute. Das Video wird unbearbeitet hochgeladen, das heißt einfach mal Rohdatei rausgeklatscht, ganz einfach, weil ich vorschlafen muss. Ich muss vorschlafen für den neuen Star Wars. Ich gehe nämlich in die wunderbare Mitternachtspremiere. Da bin ich drin. Alter, Flasche, hör mal auf, ich geb dich spät ab, verdammt. Ich brauche noch keinen Pfand. Ich kann mir noch ein paar Essensmarken leisten für Essen und so. So, ja Leute, wir sind gerade hier dabei und zwar Burg 3. Wir sind Burg 3 aufgestiegen und im Shop um Deck sieht man, haben wir ein paar Sachen. Ich kann ganz, ganz viele Kisten öffnen. Bevor wir das machen, schauen wir erstmal kurz in den Shop. Im Shop haben wir neue Karten. Was haben wir denn? Zorn. Und eine epische, der Standartenträger, der epische junge Freund hier, der sieht ziemlich knusprig aus, aber nicht ganz so geil wie Legolas. Legolas ist viel geiler. Zorn haben wir hier. Was ist denn Zorn? Selten. Möchtest du noch einen Zorn? Habe ich schon Zorn. Wie wäre es mit schnelleren und stärkeren Truppen in einer Lane? Das hört sich natürlich sehr interessant an. Der Zorn. Aha, aha, aha. Der Zorn. Interessant. Der Standartenträger kennen wir ja schon. Haben wir schon mal draufgeklickt hier. Mit seiner Macht kann er Verbündete in seiner Lane teleportieren und beschleunigen. Der sieht echt schwul aus, der Typ. Naja. So. Ich habe übrigens eine neue Karte gezogen, indem ich eine Gratistruhe geöffnet habe. Wir schauen kurz rein in the Deck. Und zwar diese Karte hier. Wir schauen mal kurz, was haben wir denn hier? Und zwar Level 1 Stärkung. Verbessere die Verteidigung deiner Burg, indem du ihr mehr HP gibst. Jede genutzte Stärkung gibt weniger HP als die vorherige. Das haben wir schon mal gesehen und zwar bei einem Gegner. Ich hatte mir YOLO, warum wird denn der gebufft? Beziehungsweise hat er mehr HP. Das lag quasi hier dran. Aber ist okay, ist okay. Wenn wir es nicht benutzen, ich kann es hochleveln, wenn ich möchte, aber lasse ich erstmal so weit. Erstmal öffnen wir jetzt kurz ein paar Truhen hier. Fangen wir an mit der Gratistruhe. Was haben wir denn da drin? Lasst mich raten. Wie, keine epische, beziehungsweise keine kostenpflichtige Währung? Verdammte Scheiße. Stärkung wieder. Das ist natürlich wunderbar. Gratistruhe weiter öffnen hier. Was kriegen wir noch? Premium-Währung. Wo ist die Premium-Währung hier? Verdammte Scheiße. Wo ist die Premium-Werbung? Stärkung, gewöhnliche Karte und eine seltene. Was haben wir denn hier? Was Neues? Oh! Der Blitzi-Blitzi-Blitz. Eieiei, der Blitz ist auch in meiner Hose. Alles klärchen. Das ist der Sepp. Das ist der neue Sepp. So, weiter geht's dann mit der Silbertruhe. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, die Drillinge. Ach, die Drillinge habe ich auch bekommen. Und zwar die Drillinge, ganz einfach, wir haben ja gesehen, dass drei Krieger auf einer, beziehungsweise auf drei verschiedenen Lane jeweils ein Krieger gespawnt wird. Sind diese Drillinge. Und da habe ich mich halt schon gewundert, was ist das bitte? Und das ist, ne, Drillinge halt. Wisst ihr Bescheid, Drillinge halt. Nicht im flotten Dreier, sondern Drillinge. So, Blitz nochmal bekommen, können wir auch leveln auf Level Nummer 2, wenn wir Bock haben. Aber Blitz, naja, erstmal gleich durchlesen, was sie überhaupt kann. So, weiter geht's mit einer Silbertruhe mal wieder. Nur eine normale, gewöhnliche Karte, Heilung der Natur, naja. Das geht natürlich besser. 30 Gold ist akzeptabel. Weiter geht's mit der nächsten. Oh, was ist das denn für eine Scheiße hier? Stärkung, ja, haben wir schon. Und eine goldene Kiste. Hier bekommen wir, eine seltene Karte. Da bin ich ja mal gespannt. 15 Mal den Golem. Das ist viel. Was haben wir noch? Zweimal den Ohrkrieger. Naja, ist, glaube ich, eine Burg 1 Karte. Naja. Kurz aufs Deck gelunzt. Also, die Start. Möchte ich gerne upgraden. Jemand hat auch geschrieben in den Kommentaren. Ich werde übrigens bald Kommentare einblenden. Nicht wundern. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel jemand hat dies geschrieben, jemand hat das geschrieben, dann werde ich auch bald die Kommentare dazu einblenden, wer es geschrieben hat. Und zwar wurde da geschrieben, das kann ich halt nicht, weil es unbearbeitet ist, weil, ne? Ist jetzt leider, sorry, Zeitmangel gerade eben. Tut mir leid. Und zwar hat jemand geschrieben, der Name ist mir gerade wieder entfallen. Sorry dafür, werde ich vielleicht nachtragen, wenn es geht, wenn ich dran denke. Hat er geschrieben, man kann die Statue ganz nach vorne setzen, dann kann man gleich in die Mitte zum Beispiel so einen Range Boy, wie zum Beispiel einen Basilisten oder sowas hinstellen. Oder Ballista, sorry, falsch ausgesprochen. Das ist natürlich sehr interessant und taktisch, vielleicht sogar klug. Aber ich möchte gerne die Steinstatue lieber dahin stellen, wo auch Damage ist, damit quasi die Steinstatue auch ein bisschen tankt. Da kann man das Ganze verbinden, dann kann man richtig krasse Plays raushauen. 150 Gold auf dem Deckel, na klar, YouTube meine Regeln schon. Deswegen brauche ich auch Pfandflaschen, weil ich davon lebe. So, was haben wir noch hier? Also, wir haben... Max. Max? Achso, in Verwendung. Ich dachte gerade, hochgelevelt. Wir können die junge Dame upgraden. Wir können den Golem upgraden. Den benutzen wir 150 Gold. Warum denn nicht? Geh mal her, den jungen Freund. 15 Mal den Golem aus einer goldenen Kiste. Das kommt mir tatsächlich viel vor. Naja, was ich auch jetzt vorhabe, was ich vorhabe, ganz, ganz, ganz schnell in der Burg oder mit der Burg nach oben kommen, damit wir uns endlich mal epische bzw. legendäre Karten leisten können. Burg 4. Das sind nur 1100 Pokale. Das ist gar kein Ding für den King. Da rushen wir kurz hin und werden uns dann als nächstes im Opening natürlich. Ihr kennt mein Luck. Der Lucky Lars, der ist meistens da. Und mit dem Lucky Lars werden wir uns hier
eine legendäre Karte verdienen. Die Burg 4 sieht so gut aus. Und die Burg 5, da bekomme ich ja fast einen Orgasmus. Und Burg 6 gibt's gar nicht. Naja, kommt vielleicht noch bald dazu. So, Leute. Übrigens, wenn ich Informationen habe wegen Android-Release, das gibt's übrigens hier nur für iOS, falls es schon jemand mitbekommen hat, ich glaube schon. falls ich Informationen irgendwie rausfinde, wann Android-Release ist, werde ich euch das Ganze natürlich mitteilen. So, Leute, lasst uns mal in die Schlacht ziehen und lasst uns hart einen weglümmeln. So, Gegner wird gesucht, was haben wir denn hier? Den Ghetto. In the Ghetto. In the Ghetto. Wir haben eine Bombe. Wir starten natürlich mit dem wunderbaren beziehungsweise mit den Skeletten hier. 3 Stück, eine Zahl, Wunderbärchen. Räusper, Räusper. Lass, du kannst dich cutten, hör auf damit. So, jetzt könnte ich natürlich die da vorne setzen. Er macht einfach nichts. Und dann baue ich mal ein bisschen Druck auf, ne? Ein bisschen Druck aufbauen, was der Kollege hier im Ghetto macht. Ist er AFK? Ist er AFK? Und nochmal kurz rausgehauen, der Sensenmann. Oh, jetzt fängt er an. Der Sensenmann. Eine Bombe, glaube ich, ist cool. Trifft auch die Burg und macht alles kaputt. Der Sensenmann ist übrigens kein One-Shotter, beziehungsweise der ist stark, weil der macht einfach viel Damage. Wurde mir schon gesagt. Der macht einfach viel Damage. Der hält einfach wenig aus, dafür macht er ultra krassen Damage. Der Sensenmann ist ja so krass. Geblitzt, aber nicht getroffen, meinen Sensi-Boy. Von Umlaut und Golem. Was ist denn los mit dem? Ihr seht, oh, da ist der Lanzenboy. Der Sensenmann kombiniert. Bitte was? Den Sensenmann darf man nicht unterschätzen. Alter Schwede. Und als erstes erstmal eine Goldtruhe kassiert. Gar kein Ding für den King. Richtig nice. Der Sensenmann, Leute. So böser Damage. Und einmal kurz dazu. Plus 1. Wir starten gleich mal 8 Stunden. Ja, können wir machen. Oder 8? 8 Stunden? Ja, doch, komm. Easy. Ich bin etwas länger wach. Mitternachtspremiere. Easy. So, weiter geht's. Und danach übrigens arbeiten. Ja, so. Übrigens, Spoiler von jeglichen Sachen, egal um was es geht, ich werde sofort jeden bannen, ne, der spoilert. So, übrigens könnt ihr mich nicht spoilern, weil ich den Film ja schon gesehen habe, aber wer sonst da ist, ich bann einfach alles. So, dann werden wir auf jeden Fall so das Ganze spielen, das ist okay. Jetzt am besten eine Statue dazwischen bekommen. Wir warten kurz, bis der schießt. Wann schießen sie? Jetzt schießen sie eine Statue rein. Er macht das Gleiche. Was für ein legendärer Move von ihm auch. Richtig geil. So, wir kommen mit hier mal mit einem narbischen Druck aufbauen. Oh, eine Bombe wäre jetzt ziemlich cool. Eine Bombe wäre richtig cool. So, ich spiele einfach auch den Kollegen rein. Da kommt ein Golem. Interessant, sehr interessant. Den Golem würde ich eigentlich auch mit dem beziehungsweise mit dem Sensenmann dahinter. Da sollte der Golem ziemlich schnell sterben. Eine Bombe rein. Oh yeah, wie viel Damage macht der Sensenmann? Er trifft nicht, weil der Nadel ihn jedes Mal nach hinten stößt. Hat ihn jetzt getroffen? Oder irgendwas Damage sehe ich ja gerade. Da natürlich ein Mage rein. Da unten spielen wir das rein. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Gar nicht drauf geachtet. Da wird die Lane verbrannt. Deswegen setzen wir das da gut. Da oben gibt es Damage. Was ist denn los mit dem? Es leckt. Es macht komische Geräusche. Und oh Gott, was war das denn gerade hier? Was passiert hier? Wieso? Mage rein, Mage rein, Mage rein. Die Mage soll ja da oben reinspielen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich kassiere. Ich kriege einen auf den Deckel. Ich kassiere. Oh, shit. Der verliert, ne? Der verliert. Oh, mein Gott. Da. Nein, nein. Hör auf. Hör auf. Ja. Nochmal. Nein, ich kann da oben nichts aufhalten. Oh, mein Gott. Ich kassiere richtig gerade. Golem von oben. Dann die Bogenschützen. Jetzt kommt der Henker, der natürlich alles wieder one-shottet. Oh, mein Gott. Karten ziehen. Ich habe verloren. Holy moly. Das war krass. Minus 27, richtig verdient. Alter Schwede. Da habe ich kassiert. Da habe ich richtig kassiert. Das war nicht sehr klug von mir gespielt. Egal, weiter geht's. Jungs, Mädels, man kann mal verlieren, ne? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Das ist auf jeden Fall alles okay. So. Eieieiei, da habe ich nicht gut reagiert. Hatte ich nicht den Mage da oben hingesetzt? Das war total doof. Ich habe einfach die Lane da oben vergessen. Ich habe nicht auf die Lane da oben geachtet. Total dumm. Total dumm gespielt. Sorry for Party Rocking. Der Renard. Dann spiele ich mal selber einen nah von hinten weiter. Ich will gerne einen Golem davor spielen, wenn es drin ist. Eine Bombe für die Mitte lohnt sich jetzt noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen ab. Okay, da wird dann der Golem gespielt. Das ist soweit okay. Hier werden wir eine Bombe werfen, das sollte reichen. Da oben dann den Sensenmann hinter die Statue. Wir warten, bis der Golem dran ist. So setzen wir das dann so, damit er quasi den Golem wegnascht. Sollte soweit passen. Beziehungsweise klappen. Ja, der macht Damage gegen... Alter Schwede, der macht ja richtig Damage. So, jetzt setzen wir noch kurz hier einen Mage ein. Dann kommt der Kollege. Kurz unseren Ballista hintersetzen. Ah, ist gestorben. Leider, leider, leider. Schade, schade, schade. Komm in den Zweck noch mit, in den Zweck noch mit. Und näher verleihen. Dankeschön. Sehr gut. Da wird geblitzt. Sehr interessant. Wir spielen einen Golem.
Und da hinten unseren wunderbaren Freund. Da oben brauchen wir einen Mage am besten, gegen den Schwarm. Da kommt der Mage. Der AOE das Ganze weg. Oh yeah. Schön gegönnt. Richtig schön, da wird geblitzt. Dann spielen wir noch einen Kollegen hier rein. Und sogar den Dämon, einfach weil wir Bock haben. Verbrannt, richtig gut. Nicht alles von allein, denkt daran Lars, nicht alles von allein. Der Mage da oben ist durch. Oh mein Gott, da gibt es aber richtig Damage gerade. Da gibt es richtig Damage, mein junger Freund. Er wirbelt den Mage nach hinten, das bringt doch gar nichts. Guck dir es mal an. So, da oben den Golem kaputt machen, er wirbelt da auch wieder zurück. Der Golem ist weg, doch nicht ganz. Noch einen Sensenmann rein. Dann sind noch ein paar Bogenschützen in der Mitte, genauso wie Bogenschützen nach unten. Oh Gott, da kann er gerade nichts machen. Noch ein Golem davor. Richtig geil zum Tanken. Oh, der dunkle Ritter. Beziehungsweise, der ist ein Ritter, ja. Dunkler Ritter bringt auch nicht mehr viel. Oh, der Genie, der kann halt einfach so auf komplett überall hingesetzt werden. Das ist seine Stärke, bringt aber auch nicht ganz so viel. Noch eine Bombe rein, einmal verbrannt. Und das Ding ist gegessen. Das war schon besser gespielt. Das war auf jeden Fall besser gespielt. Und wieder null Damage bekommen. Null Damage, richtig kassiert, null Damage. Sehr geil. Okay, nächste Truhe, dankeschön. Die nehme ich doch immer gerne mit und weiter mit einer weiteren Schlacht. Lasst uns los schlachten. Maxi, ich grüße dich, Maxi. Was geht ab, Bro? Der Maxi Bro, ich habe keine Level bzw. zwei Mana-Karte. Lalalala, jetzt habe ich eine, deswegen lasst uns mal loslegen. Was mir auffällt, die warten immer ziemlich lange. Vielleicht sollte man mit zwei Mana keine Karte spielen. Ich habe keine Ahnung. Warte noch kurz. Okay, da lieber eine Bombe. Die überleben das sogar. Dann snipern wir das weg. Ich hoffe, wir haben nicht so eine krasse Range. Er spammt einfach ganz viele Truppen. Krass. Ein Mage war ziemlich gut in der Mitte. Wir verbrennen das einfach. Das ist, glaube ich, okay. Der überlebt sogar noch. Heieiei, da oben auch, unten auch. Das sieht gerade gar nicht so gut aus für uns. Jetzt mal den Nah in der Mitte. Er spammt einfach Truppen und dadurch wirklich besiegt er uns. Das leckt gerade. Kann das sein, dass es leckt etwas? Kommt mir gerade zumindest so vor, dass das Spiel ein bisschen leckt. Sensenmann in der Mitte. Ein Golem oben rein. Also wenn ihr ein paar Lags oder so seht, dann tut's mir leid. Ich will das Ganze noch optimieren hier. Da oben wird verbrannt mal wieder. Das kennen wir ja. Da hauen wir auf jeden Fall unseren Dämon mal rein. Der verbrennt auf jeden Fall seinen Dämon. Und dann machen wir das gegen seinen Nah. Das sollte passen. Da hinter den Ballista, um da oben den Ohrkrieger kaputt zu machen. So. Das Ganze ist verbrannt. Sehr, sehr schön. Jetzt leckt es nicht mehr. Doch, leckt es wieder etwas. Eieiei, dieses Programm. Dieses Programm. So, kurz ein Mage in der Mitte. Das finde ich sehr gut. Dann kommen wir mit dem Sensenmann ein bisschen Druck aufbauen. Den Sensenmann muss er wegmachen, sonst hat er auf jeden Fall Arschkarte. So, Statue davor. Jawohl, die Statue ist davor. Sehr gut. Wir jetzt auf jeden Fall mal kurz unseren Golem. Dann eine Statue und den Mage, genauso wie eine Bombe rein. Einmal kurz das weg. Oh, die Bombe war stark. Und der Mage macht dort den AOE-Damage des Todes. Trotzdem macht er echt viel Damage, dieser verkackte Typ. Heieiei, wir haben gerade Probleme hier auf der Lane. Wir haben gerade richtig Probleme auf der Lane. Wir brauchen was, wir brauchen AOE, wir brauchen AOE, wir brauchen AOE. Wir kommen nicht, wir schaffen es nicht, wir verkacken. Howdy, Bowly. Oh, 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 hier, da ist der AOE. Damage, weg, 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 weg. Es reicht nicht, es reicht nicht. Der Dämon ist durch, oben ist der Krieger durch. Dämon gegen Dämon. Na, wir verlieren. Mage oben rein. Verloren. Da muss ich weinen, da muss ich weinen, anders geht's doch nicht. Ich kann nur weinen. Das war wieder nicht so gut. Naja, hat uns auf jeden Fall zerstört, würde ich mal sagen. Richtig krass zerstört. Ja, Leute, beim nächsten Mal auf jeden Fall dann mehr Action. Es tut mir leid, dass dieses Video so kurz ist, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, ich muss weg, deswegen tut es mir leid. Nächsten Video ist natürlich wieder nachbearbeitet und Fehler und so weiter rausgecuttet. Übrigens, das mit dem Programm. Ich habe es mir übrigens jetzt gekauft. Erst-Server, für Leute, die sich fragen, womit ich das aufnehme. Es läuft noch nicht ganz rund. Da muss ich noch ein paar Sachen machen, vielleicht ein paar Treiber installieren, damit es vernünftig läuft. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ihr seid wie immer ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.